So, erstmal herzlich willkommen. Darf ich auch alle ganz herzlich hier begrüßen und ich freue mich riesig. Und wisst ihr worüber? Für diese Mega-Vorlage, was René gerade gemacht hat vor dem Mittagessen. Total krass, weil ich mache genau da weiter, wo René vor dem Mittagessen aufgehört hat. René, tausend Dank. Ich möchte aber eingangs eine kurze Geschichte erzählen. Vor circa 2 Jahren habe ich mal im Internet ein bisschen rumgesurft und ich bin dann in so eine Marketingfalle reingefallen. Wer von euch war denn auch schon mal Opfer im Internet bei irgendeiner Sache? Okay. Ich habe rumgegoogelt und so weiter und ich bin dann in die Marketingfalle von André Große reingefallen. Wie er die Maschinenbauer onboardet. Ich möchte aber aus diesem nicht mehr raus. Ich bin sehr zufrieden da damit. Ne? Das möchte ich damit sagen. Und da ich jetzt einfach gern weitermachen würde in meinem Thema hier, Customer Happiness im Maschinenbau, wie schwäbische Tüftler ihre Prozesse automatisieren. Also ich werde jetzt versuchen, das nicht auf Schwäbisch zu machen, das kann ich nicht so direkt. Okay? Wir machen es auf Hochdeutsch, damit alle was davon haben. Okay? Oh, ja, also ich nehme euch jetzt als erstes mal mit auf eine kleine Zeitreise, damit ihr seht, was meine Entwicklung bis heute gebracht hat. Ihr seht hier auf dem Bild meinen Opa 1935 in seinem Schmiedebetrieb in Böblingen. Er war damals Schmiedemeister und hat sich beschäftigt mit Hufbeschlag, also nichts im Maschinenbau oder sonst irgendwas. Die haben Hufbeschlag gemacht und allgemeine Schlossarbeiten und verschiedene Sachen auch für die Armee. 1962 kam mein Vater in das Unternehmen. Dann war das natürlich mit dem ganzen Pferd und der Kutsche und den Sachen, das war dann weniger interessant. Die haben sich dann mehr um LKW-Reparaturen gekümmert oder Reparaturen, also einfach ein bisschen gehobene Schlosserarbeiten. Das war so der Bereich, wo sich das weiterentwickelt hat. Dann 1985 kam dann so der Bereich der Hydraulik da dazu. Das lag einfach daran, bei den LKWs gab es irgendwann Stützfüße, Ladekräne, solche verschiedenen Sachen, die einfach mit in das Portfolio reinkamen, was mein Opa und mein Vater damals bedient haben. Ich bin natürlich als kleiner Bursch da auch schon aufgewachsen, mich hat es auch schon interessiert und so weiter. Fand es auch damals schon ganz interessant, was da passiert. Dann kam das Jahr 94. Hier seht ihr quasi jetzt diese 3 Generationen. Seither heißt es ja immer so, die 1. Generation baut es auf, die 2. führt es weiter und die 3. Okay, ich habe das nicht geschafft, ich habe es noch erfolgreicher gemacht. Aber wir haben 1993 Hydrobar gegründet. Warum? Weil wir gesagt haben, mit dem klassischen Maschinenbauunternehmen, was wir jetzt sind, können wir mit dem alten Namen der alten Firma quasi keine Früchte mehr ernten, wenn wir in die Industrie reingehen. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns eine neue Firma gründen. Und mit dieser neuen Firma, die dann Hydrobar heißt, werden wir einfach neu an den Markt gehen, neu an den Start gehen. 1994 wurde mein Vater schwer krank, der kam mit einer Gehirnblutung ins Krankenhaus und war danach nicht mehr geschäftstüchtig oder geschäftsfähig. Ich war damals Monteur bei uns in der Firma, wir waren damals ein 3- oder 4-Mann-Betrieb und ich habe an einem Vormittag im Alter von 26 Jahren 2 GmbHs übernommen und ich habe eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker gehabt. Ich habe 0 Ahnung gehabt von überhaupt irgendwas. Mir ist nichts anderes übrig geblieben, wie der ganz hohe Sprung ins kalte Wasser. Ich habe dann beide GmbHs übernommen mit 26 und wie die Geschichte weitergeht, seht ihr jetzt direkt. Im Jahr 2000 habe ich dann die Firma Gottfried Müller, das ist die Urfirma meines Opas, die habe ich dann aufgelöst einfach und alles andere, was da so übrig geblieben ist, natürlich die Hydraulik, die haben wir nach Hydrobar rüber transferiert und daran weiter aufgebaut.
Ich scherze immer. Wenn Leute mich fragen, sag mal, wie war denn so deine Entwicklung und die ganzen Sachen, da sage ich, hey, da wo ihr früher mit Legos gespielt habt, da habe ich mit irgendwelchen Hydraulikfittingen, also mit irgendwelchen Bausteinen, mit Verbindungselementen, Maschinenbau, das war das, was meine Eltern mir quasi schon gegeben haben, mit dem habe ich gespielt. Fand ich auch extrem lustig, so bin ich halt einfach aufgewachsen mit dem ganzen Thema. Und so wurde mir dann eigentlich auch klar, in die Richtung gehe ich einfach. Was habe ich dann gemacht? Ich habe als erstes eine Lehre als LKW-Mechaniker gemacht, habe das 3 Jahre lang gemacht. Ich bin damals Experte geworden fürs Festbeholen, für Teile besorgen, für alles Mögliche. Nur irgendwie hat mir das Ganze dort keinen Spaß gemacht, weil ich einfach relativ wenig gelernt habe. Aber ich habe die Lehre dann abgeschlossen und das war alles okay. Anschließend habe ich dann den Maschinenbautechniker gemacht und dann in der Folge danach noch den Maschinenbaumeister, um den Handwerksbetrieb weiterführen zu können. Heute bin ich Experte für Hydraulik an Transferanlagen in der Automobilindustrie und im allgemeinen Anlagenbau. Wenn ich irgendwo bei Kunden bin und die fragen mich dann auch gerne immer, hey, in welcher Branche seid ihr denn so unterwegs? Was meint ihr, was antworte ich da? Das ist sehr schwierig, weil in der Hydraulik, ich scherze da immer gern, ich sage immer, vom Gynäkologe bis zur Luft- und Raumfahrt, in der Spannweite könnt ihr es euch aussuchen. Ja, jetzt bitte kein Kopfkino. Aber, ja, so könnt ihr euch das vorstellen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Heute habe ich 17 Mitarbeiter, Tendenz gerade steigend Richtung 20 Mitarbeiter. Ich mache aktuell so, dieses Jahr werden über 4 Millionen abschließen, denke ich, so wie es gerade aussieht. Ist ein sehr gesunder Zustand. Wir beschäftigen uns überwiegend mit Service-Dienstleistungen für die Hydraulik. Hydraulik- und Pneumatiklieferant für verschiedene Bauteile, Produkte, Ersatzteile. Ein sehr großer Bereich ist bei uns mittlerweile Prüfung an sicherheitsrelevanten Bauteilen. Also es gibt Bauteile, die müssen immer wieder zum TÜV oder überprüft werden oder irgend sowas. Sowas hat René vorhin schon gesagt mit irgendwelchen Wartungsverträgen zum Beispiel. Sowas fällt damit rein. Seit 2004 mache ich Hydraulikseminare. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal heute immer noch mache. Aber es hat sich einfach gut angelassen. Dann machen wir mittlerweile viel Beratungen bei Kunden. Und was jetzt auch noch da dazu kommt, ist für verschiedene Produkte, die müssen wir ja jährlich unterweisen, der, wo da ein bisschen sich auskennt. Solche Sachen übernehmen wir jetzt auch zukünftig immer mehr. Und dann natürlich, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, branchenunabhängig. Aber jetzt mal so ganz konkret, wie bin ich denn eigentlich zu Clicktip gekommen? Ich bin damals auch vor dem PC gesessen, habe rumgegoogelt, alles, was so denkbar und möglich war. Ich habe mir alles Mögliche an PDFs und E-Books, wo es damals gegeben hat, gekauft, um einfach mal mich ein bisschen schlauer zu machen. Was gibt es denn eigentlich so in diesem Bereich? Im Internet habe ich dann immer mehr recherchiert und irgendwann habe ich dann einen ganz einfachen Autoresponder gekauft. Was macht man mit so einem einfachen Autoresponder? Ich habe damals Einladungen zu meinen Seminaren verschickt. Was ganz Einfaches. Ich habe zum Beispiel Weihnachtsgrüße verschickt. Ich habe allgemeine E-Mails an alle, ob sie es wollten oder nicht, verschickt. Ja, heute denke ich darüber anders. Klar. Dann keine Targetierung. Und dann irgendwann war ich einfach unzufrieden und bin wieder auf die Suche gegangen im Web. Was ist dann passiert, ihr könnt es euch denken. Irgendwann bin ich hier gelandet. Ich habe mir damals diese ganzen Webinare angeschaut oder das Webinar und fand das ganz cool, weil ich vorher von diesen ganzen Geschichten mit den Tags noch gar nicht das verstanden hatte oder worum es da ging. Für mich gab es immer nur diese ganze listenbasierten Softwaregeschichten. Ich habe mich damit relativ schnell angefreundet und dann hat mein Problem angefangen. Wie soll ich das alles schaffen? Ich bin ja jetzt nicht der Consultant für die Software, das seid ihr. Ich bin eigentlich euer Kunde. Ja. Dann bin ich in das Internet, was ich ja vorhin schon gesagt habe, diese Marketingfalle im Maschinenbau und so, ja, na, wisst ihr da dran? Ja. André, ich bin hier gelandet. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mit ihm Verbindung damals aufgenommen. Wir haben uns dann damals in Hamburg getroffen, weil ich eigentlich schon immer den Grundsatz pflege, mit Leuten, mit denen ich länger zusammenarbeiten möchte, die möchte ich persönlich kennenlernen.
Also ins Flugzeug reingesessen, Hamburg geflogen mit André, paar Kannen Kaffee irgendwo im Hotel getrunken mittags und dann haben wir uns da kennengelernt und irgendwie hat es gut funktioniert. Jetzt mal Frage an euch, wer hat denn sein Xing-Profil richtig gut gepflegt? Ja. Wer von euch glaubt denn, dass jemand wie ich als Kunde Certified Consultant dort eingibt? Okay, da sucht kein Mensch, glaube ich, danach. Also versetzt euch mal in meine Lage jetzt. Ne? Ich würde nach Klicktipp wahrscheinlich auch nicht suchen, wenn ich das nicht kenne. Ich habe es mit verschiedenen hier auch gesprochen, die haben mir alle gesagt, es ist enorm schwierig. Automation, hat René gesagt, oder André, oder Marketingautomatisierung, oder. Also, wenn ihr von Kunden gefunden werden wollt, dann müsst ihr echt an dem Profil arbeiten, egal ob das jetzt in Xing oder sonst wo ist, dass ihr auch gefunden werdet. Auf einem Marktplatz bei Clicktip oder so, da sucht auch keiner. Sondern ihr müsst einfach in der organischen Suche oder sonst irgendwo, da müsst ihr gefunden werden. Und da müsst ihr testen. Und dann habt ihr die Chance, auch gefunden zu werden. Und dann schaut einfach nach eurer Zielgruppe. Das gebe ich euch gern mit auf den Weg. So, Visitenkartenautomatisierung im Außendienst. Ich habe 3 Außendienstler. Und wenn wir im Außendienst unterwegs sind, dann bekommen wir in der Regel eine Visitenkarte vom Kunde. Was machen wir mit der Visitenkarte? Was machen wir mit der seither? Ja, seither haben wir sie nicht eingescannt. Wir haben sie mitgenommen oder sonst irgendwas. Ne? Heute scannen wir die direkt beim Kunde oder wenn wir den Kunde verlassen haben, scanne ich die auf dem, mit dem Cardscanner einfach ein. Was mache ich dann? Wenn ich beim Kunde den Kunde verlassen habe, dann vergebe ich in der App noch sogenannte Tags. Zum Beispiel über die Themen, wo ich mich mit ihm unterhalten habe. Produkt A, Produkt B, Dienstleistungen, verschiedene andere Sachen. Da bekommt der Kunde in dem Moment aber noch gar nichts mit, weil das passiert da, indem ich ihn verlassen habe. Was passiert dann? Nochmals herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das freundliche und ausführliche Gespräch. Als Fachbetrieb für Hydraulik und Pneumatik unterstützen wir seit 1994 auch namhafte Unternehmen, denn umsichtige Planung, erprobte Servicekonzepte sind für Sie bares Geld wert. Sie erhalten von uns Top-Hydraulik-Service, Hydraulik-Schlauchleitungen, Hydraulik-Aggregate, Druckspeicher, Pumpen, Ventile, Reparaturen und Praktikerschulungen aus einer Hand. Schauen Sie doch einfach mal auf unserer Website unter hydrobar.de vorbei. Kennen Sie eigentlich schon unseren innovativen Online-Shop mit über 120.000 Artikeln? Dort können Sie täglich bis 21 Uhr bestellen und erhalten die Artikel schon am nächsten Morgen. Jetzt auch mit der Bestellmöglichkeit am Wochenende und der Lieferung schon am Montagmorgen. In Kürze sende ich Ihnen persönlich eine E-Mail mit einer kleinen Checkliste. Wenn Sie diese mir bitte kurz beantworten, kann ich Ihnen auch künftig hochwertige Informationen zu exakt Ihren Themen von Zeit zu Zeit zukommen lassen. Ich freue mich auf den Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen. Ihr Markus Bartsch. Ja. Vielen Dank. So eine kleine Videosequenz, wie ihr hier gesehen habt, wird automatisch aus Klicktipp an den Kunden verschickt, je nachdem, welcher Außendienst er beim Kunde war. Wenn wir natürlich auch die Handynummer haben vom Kunde, bekommt der Kunde vorher auch noch, so wie ihr es kennt, jetzt eine SMS zugeschickt, die auch personalisiert ist, wo dann auch drinsteht, sehr geehrter Herr Meier oder sonst irgendwas. Schauen Sie doch mal bitte in Ihr Postfach, ich habe noch ein kleines Überraschung für Sie vorbereitet. Da kommt dieses E-Mail und dann geht die ganze Geschichte einfach weiter. Also es ist richtig verblüffend bei Kunden, weil die sind auf sowas nicht vorbereitet. Ja. Zumindest nicht bei meinen Kunden im Maschinenbau. Ich habe euch jetzt mal hier so eine Übersicht mitgebracht, einer Kampagne, ein Teil aus der Kampagne, wie die aussieht. Die Karte wird gescannt und wir geben momentan noch den Tag ein, also Herr oder Frau oder sonst irgendwas. Dann werden die Tags dann zugeordnet, Herr oder Frau. Die Tags werden alle richtig gesetzt. Dann wird noch der Vertreter zugeordnet, also sprich der Außendienstmitarbeiter oder sonst irgendwas. Und
Das Ganze nimmt dann eigentlich hier seinen Lauf. Weiterhin sieht die Kampagne so aus. Was passiert hier? Ihr könnt hier sehen, Tauschkürzeltag in Standardtags und anschließend der Kürzelentzug. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir beim Kunde rausgehen, geben wir schon die Produktkategorien quasi ein oder die Warengruppen, egal wie man es nennt, in der App ein. Nur, ihr könnt euch vorstellen, wenn das Tag Hydraulik-Schlauchleitung heißt, das will kein Mensch tippen, so ein Ding. Ne? Also haben wir uns Kürzel einfallen lassen, HS für Hydraulikschlauch, NK für Neukunde, DS für Druckspeicher. Das sind einfach Produkte, die bei mir im Portfolio sind. Dann wird der Tag gesetzt, die Kampagne quasi dahinter schon vorbereitet und dann der Tag wieder entzogen, der Kürzeltag. Jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, wenn man das mal kostentechnisch aufdröselt, welchen Gewinn habe ich denn durch die Visitenkartenautomatisierung? Ich habe jetzt hier mal eine Aufstellung gemacht, 3 Außendienstmitarbeiter, ungefähr 3,5 Visitenkarten am Tag. Das sind dann ungefähr 73,5 Visitenkarten im Monat. Insgesamt 220 im Monat, wenn ich die 3 Außendienste zusammenzähle. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, so wie das seither war, da hat ja ein Sachbearbeiter bei mir im Innendienst das Ganze gemacht. Also E-Mail versenden, PDFs versenden, je nachdem, was der Außendienst da reingebracht hat. Da haben wir mal eine Zeit angesetzt, ungefähr von 7,5 Minuten. Das war schon sportlich schnell, muss man sagen. Dann die Daten aus der Visitenkarte in die Warenwirtschaft eintragen. Je nachdem auch nochmal 2,5 Minuten. Das heißt, pro Kontakt ungefähr 10 Minuten an Arbeitszeit eines Innendienstmitarbeiters. Er schafft dann bei 10 Minuten natürlich ungefähr 6 Stück pro Stunde, klar. Und wenn wir das jetzt mal weiterrechnen auf die Stunden pro Monat, also im Aufwand von 220 Visitenkarten, sind es 36 Arbeitsstunden, was der Mitarbeiter nur beschäftigt ist mit dem sinnlosen Versenden von E-Mails oder von Erfassen von Stammdaten, die ja eigentlich schon vorliegen auf der Visitenkarte. Ich habe es mal einfach Unternehmergesamtkosten, Jahresgehalt von dem Innendienstler genommen, die 47.520 Euro, runtergerechnet auf den Stundensatz und das wieder multipliziert mit den Karten, dann ist es für mich ungefähr ein Gewinn von 10.900 Euro, den ich erreicht habe, indem wir die Visitenkarten direkt nach dem Kundenbesuch scannen. Jetzt ist da aber noch nicht Schluss. Wie geht's weiter? Bei anderen Kunden, die zum Beispiel auch nicht über die Visitenkarten-Einscan-Kampagne kommen, sondern Kunden, die übers Telefon kommen, über normale Google-organische Suche oder über irgendwelche Lead-Pages, die kommen bei uns, linke Seite, zum Beispiel in unser Warenwirtschaftssystem. Was passiert dort? Wir erfassen in der Warenwirtschaft die Kundennummer, oder die wird automatisch vergeben. Wir erfassen den Ansprechpartner, den Vornamen, den Nachnamen, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und so weiter. Das kennt jeder aus seinem CRM oder aus seiner Warenwirtschaft. Was passiert dann? Der Kunde, wie kann es anders sein, der erhält von uns eine sogenannte Willkommenskampagne. Ganz klar DSGVO-konform, mit Transparenzerklärung und gleichzeitig noch die Kopie bei uns CC in den Datenschutz@hydrobar.de-Ordner, dass ich auch einen Nachweis habe, falls irgendwas mal da wäre. So, jetzt ist der Kunde angelegt und der Kunde, der wird ja wahrscheinlich bei uns irgendwas anfragen oder irgendwas kaufen wollen. Wir haben jetzt hier eine Schnittstelle geschaffen, indem wir aus der Warenwirtschaft, je nachdem, was der Kunde für Produkte oder Dienstleistungen kauft, die im Auftrag erfasst sind, werden über eine eigene Schnittstelle von uns direkt nach Klicktipp übertragen. Somit habe ich in den Stammdaten in der Kontaktcloud die Adresse mit den ganzen Daten vom Kunde stehen, plus die Text zum Beispiel von den Produkten, die er einfach jetzt gekauft hat. Und dann kann ich dahingehend natürlich die ersten Kampagnen auch loslaufen lassen, in Richtung Services oder sonst irgendwas.
so wie René es vorhin auch gezeigt hat. Ich habe euch hier mal so die Kampagne mitgebracht, wie sie so aktuell aussieht. Da seht ihr auch dann die Öffnungsraten. Dann setzen wir schon mal den Tag nachher auch noch für eine Umfragekampagne. Und so haben wir bei den Willkommenskampagnen verschiedene mittlerweile, weil wir ja aus verschiedenen Kanälen nachher auch reinkommen, die dann schlussendlich nachher aber in einer Hauptkampagne enden, die alle nachher durchlaufen. Um das aber ein bisschen einfacher zu halten, haben wir mehrere kleine gebaut, damit man nicht die ganzen Kampagnen, wenn die, also die Hauptkampagne komplett wäre, immer in den Einzelheiten komplett updaten müssten. So sieht das Ganze momentan aus. Das ist die Hauptkampagne, wo jeder Kunde dann durchläuft. Da bekommt er nochmal ein Lead-Magnet, da bekommt er noch was über den Service mitgeteilt, da bekommt er noch irgendwelche Pflichten, die er hat. Dann gibt es irgendwelche Informationen zu unserem Online-Shop, dann gibt es Informationen zu Seminaren und so läuft es durch. Also diese Kampagne, diese Hauptkampagne, die muss jeder Kunde bei uns durchlaufen. Und genau hier haben wir jetzt auch mal wieder die Bewertung gemacht, indem wir einfach mal gesagt haben, welchen Gewinn haben wir denn durch die Begrüßungskampagne gegenübergestellt. Ich müsste das einem Kunden erklären oder wenn wir das automatisiert machen würden. Also wir haben hier den Lead-Magnet, die Zeiterklärung ist eigentlich nichts, weil das muss er selber lesen. Bei dem E-Mail-Service ist alles, brauche ich ungefähr eine halbe Stunde, indem ich dem Kunden mal aufkläre, was macht Hydrobar, alles im Service, ungefähr Zeitaufwand, halbe Stunde. Dann, wenn ich zu dem Thema der Druckspeicher gehe, da haben wir ungefähr auch eine halbe Stunde, weil es auch sehr umfangreich ist. Dann der Online-Shop. Der hat sehr viele Features drin, wo Kunden über Cross-Referenzlisten Teile suchen können. Die können von 10 verschiedenen Herstellern Artikelnummern eingeben. Das System schlüsselt alles automatisch um und sagt, wir haben das Originalbauteil am Lager, kostet so und so viel. Es gibt aber eine baugleiche Alternative. Da sparst du 47%, haben wir auch am Lager. Wähl bitte aus. Du kannst schauen, willst du mit DPD oder GLS oder sonst irgendwas versendet haben. Der Hintergrund ist das wieder, was kommt bei dir morgens als erstes an? Bei uns ist zum Beispiel UPS, der kommt mittags um 4 an, so verliere ich natürlich einen Tag Zeit. So kann der Kunde im Prinzip sehr viel auswählen und es ist manchmal ein bisschen erklärungsbedürftig. Dann machen wir einen Überblick über die ganzen Seminare und bis man dann, wie gesagt, diese ganzen Zeiten hier erklärt hat, Viertelstunde, Viertelstunde und unten nochmal zu dem DGUV-Seminar, das hat mit der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung zu tun. Da sind alle Betreiber von hydraulischen Anlagen, sind da verpflichtet, verschiedene Prüfungen jedes Jahr zu machen. Da brauchen wir dann auch wieder etwas länger. Wenn wir jetzt mal die zweite Spalte, die rote Spalte anschauen, das sind die Öffnungsraten, die wir aus der Kampagne haben. Und wenn ich die jetzt mit dem Stundensatz eines Außendiensters dann quasi ins Verhältnis setze, dann seht ihr, welchen Gewinn ich pro Kontakt hier erziele. Und wenn ich jetzt unten dann die 42 Euro habe, das ist im Prinzip die Kosten, die ja eigentlich da sind, um einen Kunden aufzuklären über die Produkte, Dienstleistungen, die wir haben. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben ungefähr 10 Neukunden am Tag, also es können jetzt komplett neue Kunden sein oder neue Ansprechpartner einer Firma, dann könnt ihr das mal auf das Jahr hochrechnen bei 210 Arbeitstagen. Dann ist es mal eine ganz schön stolze Summe von 88.000 Euro, die man automatisiert hat. Und das ist natürlich eine krasse Zahl, finde ich. Und ich glaube, das ist jetzt nur der Anfang, was wir gerade begonnen haben. Schaut mal an. Ich habe jetzt mal gesagt, wenn ich jetzt nach dem ersten Jahr die 88.000 Euro nehme und ich nehme jetzt dann einfach mal meine Kosten, die ich da hatte für den Kampagnenaufbau, für das Texten, für alles Mögliche, da bin ich ungefähr bei 5.000 Euro, so über den Daumen gewesen. Und ab dann läuft das Ding los. Und nach 3 Jahren, schaut euch die Zahlen einfach an. Wenn ich noch mehr Kunden am Tag quasi in das System aufnehmen würde, dann wird die Zahl noch größer einfach. Und das müsst ihr euch im Klaren sein. Wenn ihr Prozesse aufsetzt, dann schaut einfach nach den einfachen Sachen erstmal. Das ist ja nichts so mega kompliziertes, sondern das ist einfach der Ablauf, ganz normal, wenn Adressen in ein Unternehmen reinkommen, wie werden die weiterverarbeitet. Hier habe ich das Ganze mal zusammengestellt, was das pro Jahr nochmal ist, im ersten Jahr, an Gewinn. Jetzt könnt ihr euch aber denken, damit gebe ich mich noch nicht zufrieden.
wir machen weiter. Während der Hauptkampagne, habt ihr vorhin gesehen, da wurde mal ein Text gesetzt mit einer Umfragekampagne. Jetzt wird's krass. Wir fragen zwischendrin den Kunden und sagen, lieber Kunde, helf uns bitte einfach. Wir möchten dir nicht unendlich viele E-Mails zusenden und so weiter. Zeig uns mal bitte hier in der kleinen Umfrage, was dich interessiert. Und da haben wir unsere ganzen Dienstleistungsprodukte alle aufgezählt. Da ist jetzt der Click-Tip-Manager wieder im Einsatz. Und das finden die Leute toll, weil sie können jetzt selber bestimmen, was interessiert mich einfach noch. Also die haben vielleicht bei mir einen Bauteil, einen Filter gekauft. Das ist zwar schön, aber der Filter muss ja irgendwo rein und die ganzen Maschinerien drumherum, die interessieren mich auch, die kenne ich noch nicht. Was passiert jetzt? Der Kunde taggt sich selber nach. Er erklärt mir in diesem Moment selber, was er auch noch hat. Und jetzt könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Ich kann jetzt die nächsten Kampagnen starten, genau zu den Themen, die ihn interessieren. Und alles andere lasse ich weg. Das kann ja sein, das interessiert ihn auch erst übermorgen. Ich weiß es nicht. So sieht momentan die Umfrage aus. Ab hier bitte ausfüllen, da seht ihr, das sind so mal die Fragen, wo die Leute einfach anklicken können. Hier machen wir schon eine Kundenumfrage. Hey, wie wollt ihr denn Seminare irgendwann mal haben? Das ist im Prinzip so ein bisschen Zukunftsforschung. Da können wir daraus ableiten, die Leute möchten Online-Seminare haben, die möchten vor Ort Seminare haben, was auch immer. Das teilen die uns hier schon mit. Und dann über die Auswertung können wir natürlich dann irgendwann rauslesen, wo die Trends gerade hingehen. Dann geben wir die Werte vor, die wir in ClickTip eventuell schon haben. So viel wie möglich den Kunde entlasten, dass er mit möglichst wenig Klicks euch das Ding auch beantwortet. Was passiert jetzt? Der Kunde hat jetzt nachgetaggt. Was könnte jetzt passieren? Der Außendienstmitarbeiter von diesem Kunde bekommt in diesem Moment eine E-Mail. Und in dieser E-Mail sieht er, welche Tags gesetzt wurden. Also die, die der Kunde seither schon hatte und die, die er im Moment gesetzt hat. Ich kann euch sagen, der Kunde, der ist absolut geflasht, wenn er die E-Mail bekommt. Oder nicht der Kunde, der Außendienstler im Prinzip. Was passiert jetzt? Der Außendienstler, der fährt rum, sieht diese E-Mail und hat jetzt die Möglichkeit, mit relativ wenig Aufwand mit dem Kunden in Kontakt zu gehen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. So sieht es aus, wie meine Mitarbeiter das aufs Handy bekommen. Ihr seht oben, Kundennummer ist uninteressant, die E-Mail-Adresse, je nachdem, welche Daten wir in ClickTip vorhanden haben, der Max Mustermann, die Telefonnummern. Und dann seht ihr diese Warengruppen, die da stehen. Dann steht in der Überschrift gekauft. Da steht überall Nein, Nein, Nein drin. Bis auf Ja. Das ist das, was am Anfang über die Warenwirtschaft nach ClickTip übertragen wurde. Dann ist er durch die Kampagne gegangen. Und in der Kampagne hat er sich nachgetaggt. Und jetzt seht ihr hier auf der rechten Seite Interesse. Ja, 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 das ist neu. Und jetzt kommt's. Der Außendienstler, der steht dann irgendwo oder fährt rechts ran, wenn das Ding angeht. Und schaut einfach mal an, welche von den Warengruppen sind ja eigentlich auch die, wo mir am meisten Deckungsbeitrag, höchste Marge, was auch immer bringen. Und er klickt jetzt oben auf die Telefonnummer, ruft den Max Mustermann an und sagt, hallo Herr Mustermann, Sie haben gerade die Kampagne ausgefüllt, herzlichen Dank, dass Sie das gemacht haben. Die Kunden sagen, die meisten sagen wirklich mittlerweile, das haben wir noch nie gehabt, wir haben eine Umfrage ausgefüllt und da ruft man direkt jemand an und mich quasi ernst. Ja. Und je schneller und zeitnah man das Ganze macht, umso enger ist der Kunde natürlich auch im Kontext noch. Und die Abschlussquote im Prinzip zum, jetzt wenn man hier hydraulisch Schlauchtausch oder Service oder so hat, dass man einen neuen Kundentermin daraus generiert, die liegt bei 100%. Danke. Also, mega mächtiges Tool, was man da machen kann. Dann weitere Ergebnisse. Durch die Kampagnen, ich gebe auch Hydraulikseminare, wie gesagt, seit 2004, die sind mittlerweile bis Mitte nächstes Jahr ausgebucht. Wir haben jetzt die Kampagne angehalten, weil mehr geht einfach nicht und die Leute melden sich bei mir auch nicht an für Ende nächstes Jahr. Dann ist Folgendes passiert. Kunden fragen mich, ja, das ist schön, wenn du ausgebucht bist, dann mach das Ganze halt bei mir in der Firma.
Also gut, letzte Woche war ich jetzt in Berlin bei Kunden, der will jetzt aber nächstes Jahr wieder viermal die ganze Veranstaltung. Und so multipliziert sich das Ganze jetzt gerade, dass ich glaube, irgendwie nur noch in der Gegend rumreiß und meine Seminare, die ich seither in-house mache, jetzt auch noch extern mache bei Kunden. Schaut euch mal an, was aus dieser Seminarkampagne passiert ist, die wir mittlerweile angehalten haben. Ich habe ungefähr 80 Seminaranmeldungen generiert. Das war eine Kampagne mit 5 E-Mails ungefähr drunter. Ich finde, es ist ein mega, mega Preis, was man hier hat. Und wenn ich jetzt weiß, im Januar schalten wir die wieder ein und ich fülle dann das restliche Jahr auf, das ist doch super cool. Also ich habe da riesen Freude dran. Ja, stopp, das geht weiter. Im Seminar möchte ich ja auch noch irgendeinen Upsell nachher machen hinten dran. Ich habe im Seminar bei mir oft Leute dann sitzen, die werden ja von der Personalabteilung, von ihrem Meister oder sonst wo zu mir geschickt, dass sie mal irgendwo ein bisschen was über Hydraulik beigebracht kriegen. Und das ist dann der Moment, wo ich ja wieder an neue Adressen kommen kann. Weil der oder die Einkäuferin, die ja die Leute bei mir angemeldet hat, die senden mir nie die E-Mail-Adressen mit. Die wissen es nicht, dürfen sich rausgeben oder sonst irgendwas. Da haben wir gedacht, okay, die Schwaben sind nicht ganz so doof. Was machen die? Die bauen wieder eine Landingpage. Und die lassen das einfach, pro Seminar gibt es eine eigene Landingpage, die lassen wir dann einfach bei den Teilnehmern rumgehen und ich verspreche denen alles Mögliche, was sie bekommen, irgendwelche Checklisten, Lösungen oder sonst noch irgendwas. Und ich sage, hey, ich muss das nur vorbereiten. Am Wochenende zum Beispiel, und ihr bekommt es dann Montag. Und dann kommt wieder so eine kleine Kampagne da dahinter. Die haben sich hier eingetragen, die Leute. Und ich weiß genau, wer war wann an einem Seminar da. Und ich kann daraus die Leute dann zum Beispiel auf das nächste Seminar gleich automatisch einladen und die anderen wieder nicht, weil sie ja schon da waren. Und so treiben wir das Spiel einfach immer weiter. Das ist eine super klasse Geschichte. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Was kann man noch draus machen? Wir nehmen die Seminare auf Video auf. Die Leute haben es doch vorhin in der Kampagne schon gesagt, wie sie denn zukünftig auch Seminare sehen wollen. Die einen wollen ein Seminar als Video kaufen, die anderen als sonst irgendwas. Und das haben wir jetzt vor 14 Tagen gemacht. Dafür bin ich auch ganz stolz dran. Mein Kameramann, das ist der Timo hier drüben da, der ist dafür zuständig. Ja. Für diese ganzen Sachen dahinter, dass wir das wirklich schnell und zeitnah umgesetzt bekommen. Also, wenn ich euch jetzt gezeigt habe, vom Eingang in der Warenwirtschaft bis hinten, was darüber kommt, ihr habt unendlich Möglichkeiten dahinter. Aber ich muss auch ehrlich sein, es gibt zwischendrin auch Fehlschläge oder Sachen, die einfach mal schräg laufen. Auch wenn die Zahlen, die da waren, sage ich mal, schön sind, freue ich mich riesig drüber. Aber wenn eine E-Mail fünfmal am Vormittag an gleichen Kunde rausgeht oder so, das sind dann die Momente, wo man irgendwas falsch gemacht hat. Also das gibt es halt auch. Aber wir müssen ja daraus lernen. Dann haben wir den Hydrobar Insider Club gegründet. Das ist ein geschützter Bereich, der jetzt nächstes Jahr an den Start geht, wo wir einen erlauchten Kreis spezielle Angebote da dahinter hinterlegen. Und da bin ich jetzt mal überrascht, da sind wir jetzt gerade noch am Tüfteln, was wir denn da damit anstellen können. Also ihr seht, die ganze Geschichte ist eigentlich ein Funnel. Das macht also Riesenspaß. Und was wir auch machen bei den Seminaren, so wie hier draußen auch, da Gottfried da die ganzen Testimonials gemacht haben, machen wir auch. Ich gehe dann halt manchmal hin, hier ist es einfacher. Aber ich habe manchmal Leute da, die haben panische Angst überhaupt vor einer Kamera. Und ich sage dann immer, hey, wer von euch hat schon mal in 2 Minuten 25 Euro verdient? Da kriegen die alle solche Augen, ne? Und dann sage ich, okay, müsst bloß ein Video machen da. Und dann kriegen sie einen Amazon-Gutschein und alle sind happy. Ja. Aber wir haben super Testimonials bekommen, die wir natürlich jetzt auch auf Halde produzieren mittlerweile und dann halt sukzessiv in unterschiedlichen Kampagnen einfach einbauen. Also, aber mal ganz wichtig. Zwingend, absolut, Clicktip Enterprise, wenn ihr an irgendwelche Industriekunden rangeht. Im B2B-Geschäft absolut wichtig. Dann habt ihr gestern gehört, keine Shared-IP-Geschichten machen. Schaut, dass er diese White-Label-Geschichte macht mit den Enterprise-Servern. Das, was Mario auch gesagt hat hier,
keine automatisierten E-Mails von massmailer@fragwürdigesmarketingtool.com. Ja, habt ihr ja alles schon gesehen. Und dann kommt es noch drauf an, bei den ganzen Industriekunden, die haben mittlerweile hammerharte Spamfilter teilweise. Da müsst ihr durch. Und da kommt ihr wahrscheinlich nur mit dem Enterprise-Server irgendwie durch. Und worauf ich mittlerweile auch Wert lege, sobald ihr im B2B-Bereich seid, schaut, dass die Inhalte, die Texte eurer E-Mail einen seriösen Inhalt haben. Ja, schreibt mal eine E-Mail mit irgendeinem flapsigen Text an irgendeinen Geschäftsführer von einer großen Firma. Der setzt euch direkt auf Spam. Also schaut, dass er wirklich seriöse Texte einbaut. Und wenn er sie texten lasst von irgendjemand, der da Ahnung davon hat. Also bei uns war mittlerweile bei den Seminaren, nachdem wir es haben professionell texten lassen, da würde ich sagen, das war fast wie von 0 auf 100 die Conversion Rate. Nur weil einfach die Ansprache hochwertiger war. Und natürlich die persönlichen E-Mails im Outlook-Style statt die bunten Newsletter, haben wir heute auch schon mehrfach gehört, ist relativ einfach umzusetzen. Dann auch sehr wichtig, auf die Zeitabstände achten und nicht zu viele E-Mails nacheinander senden. Damit nervt ihr auch Leute. Wenn man dann manchmal ins Austragungsfeedback reinschaut, nehmt es auch ernst, was da drin steht. Dass da immer Leute drin sind, ist klar. Aber wenn natürlich dran steht, jeden Tag eine E-Mail ist einfach zu viel, dann ist es einfach blöd. Gestern habe ich Mario gesagt, dank Klicktipp habe ich bei mir interne Ablaufprozesse aufgedeckt, die schräg laufen. Das ist total irre. Die Leute haben von mir eine Willkommens-E-Mail bekommen. Ich kriege von denen eine E-Mail zurück, denke, hey, wow, ich freue mich. Dann schreibt er zu mir, hey, statt so eine E-Mail zu schreiben, hätte ich lieber gern das Angebot zu dem, was ich angefragt habe. Also ich habe intern ein Problem gehabt. Ja. So sind wir jetzt da dazu gekommen, dass wir erstmal intern noch Prozesse lösen müssen, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ein Problem da ist. Da war Klicktipp jetzt quasi das auslösende Glied, dass ich interne Prozesse ändern kann. Und nächste Woche machen wir einen großen Relaunch bei uns bei Monteuren, wo wir digitalisieren, und ich schätze mal, Ende des Jahres wird meine Firma bei 75%, 80% Digitalisierungsgrad durch die ganze Firma sein. Und das Klicktipp ein Baustein da davon. Und ich möchte ihn auch nicht mehr vermissen oder so. Also schaut einfach, dass ihr da seriös unterwegs seid, wenn ihr in den Maschinenbau geht oder in irgendwelche B2B-Geschichten. Dann sucht euch eine Branche und schaut, dass ihr die Probleme der Kunden versteht. Ich empfehle euch auf jeden Fall, beginnt mit kleinen Sachen, die einfach irgendeine große Wirkung haben, wo ihr den Kunden verblüffen könnt mit relativ wenig Aufwand. Fragt ihn einfach, welche wiederkehrende Abläufe nerven ein oder sonst wie, und sucht da einfach eine einfache Lösung. Und ihr werdet dann sehen, da gibt es wahrscheinlich sehr viele, die bei allen gleich sind. Das ist euer Einstieg, denke ich, wo ihr relativ schnell reinkommt. Und dann wird es automatisch komplexer in die ganzen Geschichten. Für mich ist sehr wichtig mittlerweile, verkauft keine Tools, sondern verkauft einen Prozess. Ist auch gestern oder vorgestern schon gefallen. Mir als Endkunde ist es eigentlich total wurscht, mit welchem Produkt ihr das Ganze macht. Mich interessiert als Endkunde die Lösung, wie das Ganze funktioniert oder dass mein Problem gelöst wird. Alles andere ist mir total egal. Ihr könnt mir was über Shared IPs erzählen oder über Klicktipp oder sonst irgendwas, das interessiert mich vielleicht gar nicht. Sondern ich möchte einfach mein Problem gelöst haben. Also ihr seid ja eigentlich Problemlöser. Ich habe es hier nochmal zusammengefasst. Mich interessieren Ergebnisse mit möglichst schnellem ROI und nicht die Tools im Detail, mit denen ihr die Lösungen umsetzt. Wer dann noch Fragen hat, darf auch nachher gerne zu mir in der Pause, mich zukommen in der Pause. Dann kann ich vielleicht das eine oder andere auch noch als Hilfestellung geben. Herzlichen Dank.